Hey, meine raren Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hi. Hallöchen. Hi. Wir befinden uns hier in dem heftigsten Tycoon ever. Und zwar haben wir hier schon der Rangliste gesehen. Schaut mal nach, hier gibt es Währung, die haben wir noch nie gehabt. ST. Was Alter. Ist ein ST? Und dann waren da noch so ganz komische Sachen, die man da, also man kann hier sehr, 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 sehr viel Geld verdienen. Ich bin gespannt, das wird wirklich richtig cool. Zuerst haben wir mal die ganzen Kisten an, die auf unserem Gebiet gespawnt sind. Dann kann man nämlich auf der einen Seite Geld bekommen und man kann, glaube ich, auch neue Geräte freischalten, die da ab und zu mal aufploppen. So, Tutorial, hallo, ich werde dir helfen, die erste Million zu bekommen. Ja, ich will mich nicht beschweren. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch die Folge gefällt. Und wir starten jetzt. Let's go. Okay, Quick Cash. Also, ich zeig dir, wie es geht. Ja, dann zeig mir. Was ist denn hier los, ey? Kriegt der Sterne? Okay, ich habe auf weiter gedrückt und jetzt passiert nichts mehr. Oh, ich öffne eine Kiste. Oh, das ist gut, glaube ich, oder? Was haben wir? Erweiterung des Plots oder wie? Sprungpad Premium. Habe ich noch eine Kiste? Das war's. Hä, na, das Tutorial wird uns jetzt allein rauskriegen, oder wie? Okay, ja. Wir kriegen das hin. Wir sind ja Tycoon Master, Leute. Komm auch ohne Tutorial, klar. Also, das sind die Dinge da, die wir haben hier, ne? Wir lassen mal hier gucken. Wir haben hier auf jeden Fall schon einen Schmelzofen und hier haben wir einen Upgrader. Und was ist das hier hinten? Das ist auch ein Ofen. Zusammen schon mit einem Spender. Also der. Achso, warte, wir müssen die Minen, glaube ich, auch anmachen. Hier. Minen aktiviert. Ach nee, die. Aus. Ach, aktiviert. Baut der jetzt was ab? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Ich kriege auch kein Geld. Ebro, du musst mir das mal erklären hier. Also, du hast dein Inventar, ne? Ich mache eine Kupfermine. Was mache ich mit der Kupfermine, Ebro? Eine Kupfermine? Ja. Ich habe gar keine Kupfermine. Ja, aber ich habe. Du kannst halt einen Ofen platzieren. Dann hast du diese Laufbänder, diese einfachen Laufbänder. Die kannst du dann zum Ofen hin platzieren. Und da kannst du halt diese Dropper dran platzieren. Ich habe einen Ofen. So einen einfachen Ofen, so ein rotes Ding auf dem Boden. Ja. Ohne Wände am Rand? Doch, der hat Wände. Da kannst du dir. Hast du in deinem Inventar einen Dropper? Anderen. Der einfache Eisen. Einfache Eisen, ja. Hab genau, ich? Das kannst du so ranstellen, dass diese weiße Spitze oder was auch immer für eine Farbe da ist, ah, ja, genau da reinhält. Ja, und dann produziert der jetzt. Ah, ja. Genau. Hä, aber da frage ich mich. Ah, ja. Jetzt habe ich vier Dropper, die da reinschallern. Jetzt haben wir eine Standard-Einnahmequelle. Das geht aber auch krasser. Dazu brauchen wir einen Heft. Was ist ein Erzkorbel? Ein Aufwärter. Ja, es gibt aber gewisse Aufwärter, die sind erhöht. Das heißt, die Items würden da gar nicht hochkommen. Das heißt, du musst solche Laufbänder holen, die Items erhöhen. Ach so, okay. Ich habe hier so einen normalen Ofen. Tun wir mal hier. Da kann. So weiter. So. Jetzt machen wir natürlich den. Das ist ein Upgrader. Den bewegen wir jetzt und der muss natürlich auf den. Oh, den machen wir hier kurz vorm Ofen. Ne? Ist klar, hier machen wir den hin. Da sollen ja alle Erze durchschallern. Oh, jetzt eine Kiste, danke, nehmen wir. Sammel ein. 550. So. Wir haben schon 13.000. Wir nehmen 40 pro Sekunde ein. Okay, cool. Das ist viel. Großer Solaraufwärter. Ein verstärkter großer Erzaufwärter. Der. Kann ich mehrere? Der mit Hilfe von Solarkollektoren auf 40k aufwertet. Alter. Kann ich mehrere Upgrader hintereinander ballern? Ich glaube schon, aber du musst halt auf die Höhe achten. Ja, die sind eine Höhe. Oh, das sieht gut aus. Oh mein Gott, Alter. Okay, heftig. Wir machen weiter. Habe ich mehrere davon? Nee, ich glaube nicht. Okay, was haben wir jetzt? Erzkorbel. Das ist auch nochmal ein richtig heftiger. Aber der funktioniert. Doch, den machen wir hier. Ah, okay, ja, das ist so ein komplizierter, oder? Ah, der macht die dann hoch. Okay, das heißt, den lassen wir erstmal. Wir machen alles auf einer Ebene. Jetzt brauchen wir einfaches Förderband, genau. Weil hier müssen jetzt, wir brauchen ein bisschen Platz. Hier kommen verschiedene Dropper jetzt hin. So. Ja, das Ding stört jetzt hier ein bisschen, aber ist mir egal. Oh nein, die Förderbänder fahren in die falsche Richtung. Oh nein. Oh Mann. Item bewegen. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Jo. Wow, Alter, wieder ein Speedet. Okay, let's go. Jetzt nehmen wir die. Das haben wir hier jetzt noch. Kupfermine. Wir machen hier. Ich würde sagen, hier machen wir. Na, hier gehen wir vielleicht hier weiter. Das heißt, wir machen erstmal auf die Seite hier die Dropper. So. Und zwar. Perfekt. Ach, mehr habe ich nicht, oder wie? Zwei? Habe ich noch mehr?
erhöhter, breiter Aufwärter. Einfaches Förderband, Sprungpad. Was ist eine Plasma ermöglicht, die Herstellung Sprungpads, die dich in die Luft schleudern. Ne, das brauchen wir nicht. Wir müssen mehr, wir können aber, wir haben ja noch gar nichts gekauft. Ne? Wir können natürlich auch hier in den Shop gehen. Dann gehen wir hier zu den Spendern. Oh mein Gott, Alter, lass mal den teuersten kaufen. Okay, ich dachte, ich kann jetzt so voll die krassen kaufen, aber. Goldbergwerk, eine schwere Mine, deren Knöpfe gedrückt werden müssen, damit sich groß. Gedrücken? Ja, keinen Bock drauf. Drücken wir mal nicht. Wir kaufen hiervon 2. Mehr können wir uns nicht leisten. Haben auch alles ausgegeben. Jetzt haben wir 2 Goldminen. So, die müssen jetzt hier hin und hier. Alter, das sieht schon cool aus. Schaut euch das mal an. Einkommen 56,5 die Sekunde. 58. 62, jetzt steigt's. Okay, wir nehmen jetzt 65 ein. Aber wir nehmen jetzt ganz schön viel ein. Das ist schon sehr gut. Es wäre aber natürlich eigentlich klug, wenn wir die Dinger hier auch umplatzieren würden. Weil hier profitieren wir ja von den Upgradern. Das heißt, wir platzieren die jetzt hier auch hin. Ich weiß aber nicht, was das hier immer für Töne sind. Das klingt so ein bisschen wie Krieg der Sterne oder so. Aber wie viel nimmst du ein, Eo? Gerade nichts, weil das bei mir noch nicht verbunden ist. Oder? Ach, du machst so eine. Ich will deine Mine mal sehen. Kann man zu dir hinlaufen? Ja, aber ich weiß nicht von wo. Es ist, glaube ich, eine Strecke. Nee, ist gar nicht so weit. Deine ist ziemlich nah bei mir, glaube ich. Achso, okay. Ach, diese Fackeln, ach, die geben Licht. Ja, okay, die verkaufen wir besser nicht. Alter. So, jetzt machen wir hier die Förder. Nee, nicht Sprungpad. Also machen wir hier die Förderbänder ganz einfach weiter. Gehen wir nämlich hier lang. Müssen aber gucken. Diesmal richtige Richtung, Leute. Ja. Das war's? Radiomine. Oh mein Gott, ist das ein fetter Brummer, Alter. Zeig, was du kannst, Radiomine. Blub. Oha, Alter, jetzt lass gucken, wie viel das gibt. Da kommen sie. Da kommt der dicke Haufen. Oh mein Gott, ich hab 7 Millionen. Was? Beste Mine ever, Alter. Okay, das ist jetzt sehr schnell eskaliert. Jetzt haben wir tatsächlich ultra viel Cash. Warte, was können wir jetzt machen? Wir brauchen mehr Nuklearförderband. Ein Förderband, das Erz unglaublich schnell transportiert. Dafür jedoch jede Menge Platz braucht. Ich habe 26 Millionen. Da sollten wir ja wahrscheinlich das benutzen, oder? Ich gebe hier mal... Ja, ich kauf mal hier 16. So. Ja, aber wie viel Platz brauchen wir denn dafür? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, das weiß ich nicht. Ja, doppelt so viel halt, ne? Okay, dann lass hier nochmal eine neue Strecke bauen. Wir platzieren nochmal. Obwohl, jetzt alles umplatzieren ist ein bisschen aufwendig, oder? Ja, das stimmt. Nee, eigentlich muss ich das ja nur austauschen. Aber wenn ich das so mache, sollte das funktionieren. Okay, wir sellen den ganzen Kram hier. Okay, das Uran fällt gerade auf den Boden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir sollten uns beeilen, bevor es hier nicht eine Katastrophe gibt. Oh, es geht durch. Okay. Alter, 3 Millionen pro Sekunde. Alles klar. Warte, ich habe ja noch mehr. Das wird noch viel heftiger. Pass mal auf. Ich weiß gar nicht, welchen Ofen ich benutzen kann. Irgendwie irritieren mich die ganzen Öfen. Es ist mega schwierig hier alles. Okay, jetzt haben wir jetzt. Was ist jetzt für ein Income, Alter? Let's go. Es wird noch weiter steigen. Pass auf. 12, 20 Millionen pro Sekunde. Alter. Wie viel ist das in der Minute? Das ist nochmal 300 Millionen oder so. Oder 200 viel. Millionen. Oh, jetzt habe ich 50 Millionen die Sekunde. 60 Millionen. Ja, auf jeden Fall, lass auf jeden Fall als erstes den Ofen ausbessern, weil den kannst du am leichtesten tauschen. Dann muss aber löschen, anderen platzieren. Oh mein Gott, ich hab's. Alter, oh, ey, das explodiert, Alter, was ich hier hab. Okay, das ist ja. Das ist heftig. Okay, Schmelzofen, mal ein bisschen Schmelzofen. Wir haben 8B. Da kann man uns jetzt hier ein hochmodernes Forschungszentrum, das Forschungspunkte erzeugt, erfordert Erz, das mindestens. Was sind Forschungspunkte? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier auf den Diamanten? Nee, Premium Shop. Was gibt's hier noch für Erfolge? Erzverbrenner kaufen, habe ich doch schon. Wert ein Erz 10-mal auf. Ja, erstmal 10 Upgrade aneinander. Hier, nein. So, wir brauchen mal Ofen, Leute. Wir brauchen kein Forschungszentrum. Himmlische Schmiede, ein riesiger Schmelzofen, der den Wert eines Erz versechsfacht. Wir können uns aber tatsächlich mehr leisten. Wir können uns den hier leisten. Ein unabhängiger Scanner, der jedes Erz, das ihn durchläuft, perfekt klont. Alter. Das heißt nochmal verdoppelt. Heftig. Ja. Geil. Kaufen wir. Oh. So, und wir kaufen dazu nach hier diese himmlische Schmiede. Ich glaube, die ist noch ganz geil, oder? Ja. Let's go. Kaufen wir noch.
So, jetzt haben wir unser ganzes Geld wieder investiert. Wir sellen kurz diesen Scanner, platzieren dafür die himmlische Schmiede. Ja, das sieht schon... Oh mein Gott, Alter. Du musst echt mal rüberkommen gleich, Evo. Ja, okay, ich komm jetzt mal rüber. Mal gucken, wo du bist. Ich bin, ja, oh, der hat aber auch gut gebaut hier. Sein Nachbar. Aber der hat auch TH, Alter, was auch immer das für eine Währung ist. So. Was hatte ich noch gekauft? Ich hatte gerade noch was gekauft. Ach ja, diesen Scanner, ne? Hier, Erzreplikator. 2-1! Bam! Ja. Guck mal, den Aufwärter, den wir gerade haben, den gewaltigen Aufwärter, das war der hier für 87 Millionen, ne? Jetzt haben wir einen gekauft für 142 Billionen. Also B, also Billion, also Milliarden. So. Den kann man hier sogar perfekt platzieren. Dazu müssen wir einfach nur eins verkaufen. Ich verkaufe mal zwei, weil ich glaube, der ist ziemlich sperrig. Ja, perfekt. Das habe ich gelesen. Der hat zwar ein langsames Förderband, das ist vom Prinzip her aber egal. Deswegen funktionieren die Dropper ja nicht langsamer. Und wie viel steigen wir jetzt? 222. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf derselben Map sind. Ich bin mir auch nicht sicher, Ivo. Ich finde dich nämlich komplett nicht. Ich bin jetzt in der Mitte auf dem Turm oben drauf. Und ich sehe da Base, also ich sehe da deine Base nicht. Gelb und orange, türkis. Nö. Da gibt es ein Kristall gelb, was unten ist. Ja, und richtig. Das war's. Ja, bei dem gelben bin ich. Okay, ich muss mir mal meinen Nachbarn anschauen. Der hat nämlich Kurven gebaut. Und das ist das, was ich ja auch bräuchte eigentlich. Ich würde ja eigentlich alles durch diese Upgrader bringen und nicht nur einen Teil. Ben, Alter, du musst dir seins mal angucken. Es ist so heftig. Wie viel Kohle hat der? Sehr viel. 10 QD oder so, Alter. Ja, das? Ich weiß nicht. Proform? Ja, 10 QD hat der. Alter, was hat der für einen Ofen? Ja. Das ist ein Höllenportal. Richtig krass. Oh mein Gott, Alter. Hier noch so ein Burner. Oh, guck mal hier, sein Dropper führt ins Nichts. Das glaube ich, glaub ich Deko einfach. Hä, da kommen gar keine Erze durch. Hat er das gerade deaktiviert? Ja, ich weiß nicht. Passiert nichts. Ja, er verdient auch, glaube ich, nichts gerade dazu. An irgendeiner Stelle geht's kaputt. Ja, ach, ja, hier. Ja, ja. Ah, die explodieren. Ja, da muss er noch weiter planen. Oh mein Gott, ist das Ding heftig. Mach schon mal, hier, guck mal, warte, die kriegen jetzt hier schon 23 B pro Stück. Oder manche sogar mehr. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Ihr könnt jetzt auch auf das Video klicken, wenn ihr direkt zur nächsten Episode kommen wollt. Da sehen wir uns dort. Haut rein, euer Benson. Tschüss.